Schon bald wird sich das Fliegen unserer Schiffe ziemlich verändern, denn mit dem neuen Patch 3.23 kommt mit den Master Modes ein neues Feature auf uns zu, das sich speziell auf die Art und Weise konzentriert, wie wir mit unseren Schiffen umgehen. Zwar bringen die neuen Master Modes auch die drei Flugmodi, Kampf, Flugmodus und Transitmodus mit sich, die sich darauf auswirken, wie wir mit unserem Schiff in bestimmten Situationen umgehen. So wird unser Schiff im Kampfmodus zum Beispiel langsamer sein, aber dafür manövrierfähiger und die Waffen verfügen über volle Leistung. Im Transitmodus sind wir dafür schneller, können aber schlechter manövrieren und die Waffen haben nur eine eingeschränkte Leistung. Und im Flugmodus können wir mit der höchsten Geschwindigkeit fliegen, aber dafür sind unsere Waffen deaktiviert und das Schiff verfügt nur noch über eine eingeschränkte Manövrierbarkeit. Jedoch bringen die Master Modes weit mehr mit sich als nur diese drei Flugmodi. Und was genau, werden wir in diesem Video einmal näher beleuchten, nachdem es uns im letzten Inside Star Citizen vorgestellt wurde. Mein Name ist Sleepy Knight und ihr seht ein Video der Starlight Nomads. Wir als Orga und Star Citizen Community machen diese Videos einfach an der Freude zu unserem Hobby Star Citizen. Unsere Videos sind weder monetarisiert, noch befindet sich in unseren Videos Werbung. Wenn ihr uns also unterstützen wollt, abonniert doch gerne den Kanal, lasst uns ein Like da oder kommentiert das Video. Jedes Feedback motiviert uns weiterzumachen. Mit den Master Modes bekommen alle aktuell im Verse vorhandenen Schiffe, zumindest was den Kampf und ihre Flugweise betrifft, ihre eigentlich angedachte Rolle. Master Modes waren für uns Spieler schon seit einer Weile im Arena Commander testbar, jedoch standen uns dort nur eine kleine Auswahl an Schiffen zur Verfügung. Mit Patch 3.23 kommt dieses Feature nun für alle Schiffe im Verse. Dazu mussten um die 200 bereits flugbereite Schiffe angepasst werden. Um das zu erreichen, wurde jedes Schiff zunächst einem bestimmten Archetypen zugewiesen, die wir Spieler so zuvor zwar schon kannten, aber die sich nicht unbedingt so sehr auf die Flugweise niedergeschlagen hat. Die dapher genutzten Archetypen sind Snapfighter, Lightfighter, Mediumfighter, Heavyfighter, Gunboat, Corvette und Fregatte. Snapfighter zum Beispiel sind dabei klein und sehr wendig, können dafür aber wenig Schaden austeilen und einstecken. Lightfighter wiederum verfügen über eine ordentliche Bewaffnung, sind aber immer noch wendig und sind vor allem für Kämpfe, in denen eine hohe Manövrierbarkeit vonnöten ist, gedacht. Mediumfighter sind für ihre Größe immer noch ordentlich wendig, jedoch weniger als die beiden Archetypen zuvor, können aber dafür ordentlich Schaden austeilen. Und Heavyfighter verfügen über eine geringe Wendigkeit, sind dafür aber sehr tödlich, wenn sie ihr Ziel erst einmal ins Visier bekommen. Dies sind dabei nur die Basisarchetypen, in die die Schiffe eingeordnet werden. Jedoch basierend auf dem jeweiligen Schiff und dessen Einsatzgebiet gibt es auch Variationen. Der Abfangjäger wäre hier eine typische solche Variation. Hierfür nennt CIG als Beispiel die Drake Buccaneer. Der Abfangjäger verzichtet dabei auf einen Teil seiner Manövrierbarkeit, verfügt dafür aber eine weit höhere Endgeschwindigkeit, um zum Beispiel flüchtende Schiffe abzufangen. Ähnlich eingeordnet werden zum Beispiel auch Racing-Schiffe, da ihre wichtigste Bestimmung Geschwindigkeit ist. Wobei es auch hier Unterschiede geben wird und manche Racer mehr auf Manövrierbarkeit setzen und andere eben auf Tempo. Am anderen Ende der Geschwindigkeitsskala stehen dann wiederum Varianten der Fighter bzw. Bomber. Diese verzichten auf Manövrierbarkeit, sind dafür aber besser gepanzert oder haben bessere Schilde. Wichtig ist aber, dass nicht jedes Schiff perfekt in einen bestimmten Archetypen passt, sondern viele Schiffe entsprechend ihres Einsatzgebiets Varianten darstellen. Dies soll auch verhindern, dass es zu langweilig wird, da man sonst alle Schiffe einfach in bestimmte Schubladen stecken könnte. CIG nennt hier die Saber als Beispiel. Sie ist weder Medium noch Lightfighter, sondern steckt irgendwo dazwischen. Auch die Cutlass ist hier ein interessantes Beispiel. Zwar hält sie nicht so viel aus wie der typische Heavy Fighter, verfügt aber ähnlich wie Heavy Fighter über ein Turret.
Auch sie ist also irgendwo dazwischen. Wichtig für CLG ist allerdings, dass das Balancing für all diese Schiffe, die nicht konkret einer Schublade zugeordnet werden können, auch passt. Ein weiteres neues Feature, das ebenfalls zu den Mastermods gehört, ist das Präzisionszielen. Mit einem Zoom-Modus beim Zielen lassen sich damit bestimmte Komponenten beim Zielen einrasten, wie zum Beispiel Turrets oder Thruster, um diese gezielt auszuschalten. Da es in Zukunft nur noch gegimbelte Waffen gibt, werden die Waffen dann versuchen, gezielt diese Komponenten zu treffen. Da die neuen Mastermods den Raumkampf entschleunigen und wir wesentlich näher als im alten System an unseren Gegnern dran sind im Kampf, wird auch die Feuerrate unserer Waffen gesenkt, um dem Rechnung zu tragen. Dafür wird aber auch der Spread, also Schüsse, die ins Leere gehen, verringert. Jetzt fragt ihr euch sicher, ob ihr richtig gehört habt, dass in Zukunft alle Waffen gegimbelt sind. Jawohl, das ist richtig. Bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel der Crusader Ares Ion bzw. Inferno, wird es nicht mehr möglich sein, Fixed-Waffen, also feste Waffen, an den Schiffen zu verbauen. Um das auszugleichen, wird aber in Zukunft es möglich sein, an eine bestimmte Gimbalgröße auch Waffen derselben Größe zu verbauen. Also zum Beispiel an einen Size 3 Gimbal kann dann auch eine Size 3 Waffe verbaut werden. Zusätzlich werden alle Turrets Gimbals erhalten. Dies geschieht, damit Turrets ebenfalls von neuen Präzisionszielen profitieren können. Dazu wird außerdem der neue Auto-Gimbal-Mode eingeführt, der das Zielen im Turret erleichtern soll. Dafür verringert dieser Modus aber die Feuerrate der Waffen. Auf diesen Modus werden aber nur die Turrets Zugriff haben, Piloten werden ihre gegimbelten Waffen wie gewohnt abfeuern. Für die Änderung an den Turrets entschied man sich, da man erreichen will, dass Turrets wirklich ein ernstzunehmender Gegner sind und sie sollen eben auch angsteinflößender sein. Auch die Waffen wird CLG zukünftig in drei Kategorien einteilen. Anti-Fighter-Waffen sollen mit einer hohen Feuerrate und einer schnellen Nachladezeit vor allem für den Kampf mit schnellen kleinen Schiffen wie Snap, Light oder Medium Fighter geeignet sein. Anti-Material-Waffen wiederum haben keine so hohe Feuerrate und eine recht lange Nachladezeit, machen dafür aber gewaltig Schaden bei Treffern. Diese Waffen sind mehr für den Kampf gegen große Ziele geeignet, da hier die Chance höher ist, dass diese Waffen ihr Ziel auch treffen. Zu guter Letzt wird es noch die nicht spezialisierten Waffen geben, die irgendwo zwischen den Anti-Fighter und den Anti-Material angesiedelt sind. Sie werden für beide Ziele brauchbar sein, aber eben nicht so effektiv wie die zuvor genannten spezialisierten Waffen. Die neuen Mastermods bringen uns also eine völlig neue Art zum Fliegen, vor allem im Dogfight. Kämpfe sollen so dynamischer werden und auch cineastischer aussehen. Man darf also gespannt sein, wie sich das im Verse auswirken wird. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video informativ und hattet ein wenig Spaß damit. Bis bald im Verse, euer Sleepy Knight.